Balui, du kämpfst auf mittlere Distanz und mal benutzt auch Nahkampfangriffe. Ach so, okay, das wusste ich noch nicht. Ich bin aufgestiegen. Ich auch. Ja, nur Profis steigen auf. Ja, hier, mach du mal. Guck mal, hier hinten ist ein Computer, das ist SS... Was für ein Ding? SLS! Was immer ein SLS ist. Ein SLS? SLS. Yeah. Ja, was kann das? Untersuchen. Nicht Knobi, der Roboter. Robi, wie R. Ich. Fliegende Katze, fliegende Katze. Nein, denke nicht. Wenn ich ein Mittelkampfkämpfer bin, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, mich hinter irgendwas hinterher zu verbarrikadieren. So eine Schweißfähigkeit. Schweißfähigkeit, ja, ich wollte Schweißfähigkeit sagen. Du hast eine Schweißfähigkeit. Mhm. Okay. Ist halt gut, dann hättest du das von vornherein gesagt, hätten wir die Techniker nicht gebraucht. So, wir haben jetzt alles gerettet und jetzt können wir die Techniker nämlich, ne? Wir jetzt haben, können wir sie trotzdem in den Weltraum schießen. Jetzt sind noch verbuddeln. Miri. Massenmord ist nicht im Game, okay? Das sind nur drei Leute, das ist kein Massenmord. Das ist nur normaler Mord. Was ist... Das ist... Wir können nicht drei Leute töten. Wir sind Jedi. Ich bin Miri. Ich bin Balui. Es gibt jetzt drei Dinge. Es gibt einmal die Jedis, es gibt die bösen Sith und es gibt jetzt die noch böseren Miris. Die Alternative hat funktioniert. Es mussten keine Unschuldigen geopfert werden, um dies zu... Das hast du gut erkannt, Katze. Es tut mir leid. Versteht bitte, dass ich... Ich wollte auch keine Leben aufs Spiel setzen. Es schien der einzige Weg zu sein, sich... Doch, du wolltest drei Leben aufs Spiel setzen. Deswegen denkt man nicht, wenn man aussieht wie eine Triangel mit abgebrochenem unteren Teil. Ihr müsst euch allerdings noch um Eisenfaust kümmern. Eisenfaust? Das klingt wie... Ist der nicht aus dem Lego-Movie? Der Eisenfaust gibt verschiedene Eisenfaust. Was wisst ihr über Eisenfaust? Ich kenne Eisenfausts Ruf. Er hat nun schon lange Groß Moff Killruns Drecksarbeit gemacht. Aber was stehen wir da eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass Miri da gleich durchfällt. Nein. Euch steht eine schwere Aufgabe bevor. Ich töte ihn einfach wie jeden anderen, der mir... Alter! Seid vorsichtig. Mandalorianer haben immer irgendein Ass im Ärmel. In Ordnung. Genug Zeit verschwendet. Na, Locke, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Bestätigt. Hier Narlok. Bereit für die zweite Offensive? Korrekt, Commander. Ich stoße zu euch. Stimmt, da ist Eisenbart im Lego. Ja, ja. Eine Frechheit. Hoffen wir, Eisenfaust passt nicht so gut auf. Narlok und ich werden ihn so gut wie möglich ablenken. Okay. Viel Glück. Finde ich nicht gut. Also die Botschafterin lasse ich mich eigentlich mit niemandem losschieben. Die müsste eigentlich jetzt in eine Gefängniszelle, meiner Meinung nach. Warum? Weil sie gegen das Grundgesetz der Republik verstoßen hat. Sie ist eine blöde Botschafterin, die hat gar nichts zu melden. Ja eben, gerade im Krieg hat sie nichts zu melden. Ich komme irgendwie nicht an die Taste. Es liegt an Katze. Miri trifft, immer so trifft bitte alle bösen Entscheidungen. Ich denke, dann wird Miri bald alleine spielen. Warum? Weil niemand sie mag. Sie hat keine Freunde mehr im Imperium. Warte, in der Republik. Im Imperium? Ich komm. Mensch, Balu, es wäre aber ein Verlust, wenn Miri keine Freunde mehr im Imperium hätte. Ich wollte. Du bist einfach zu langsam. Ich bin eine Nahkampfpistoliero. Bleib hier. Sterbt alle. Piu, piu. Piu, piu, piu. Oh, da lebt auch noch einer. Hallo, ich bin Balui. Hallo, ich bin noch nicht Balui. Jetzt bin ich wieder Balui. Hallo, ich bin Balui. Sterbt, ihr miesen Kerle. Geht das nicht okay von euch? Was habe ich denn überhaupt für Nahkampfangriffe hier? Ich habe irgendwie... Keine Ahnung, was du für Nahkampf... Fieser tritt in die Eier. Das ist wirklich ein Bild, als wenn ich dem in die Eier trete. Super. Hier, warte. Nein, ich wollte ihm in die Eier treten. Warte, dem kann ich in die Eier treten. Hurtschipau. Ja. Das klingt sogar so, als wenn ich ihm in die Eier trete. Das ist so böse. Aber weißt du denn, wie das klingt, wenn jemand einen Vollkaracho in die Eier getreten Weil ich habe Nüsse knacken gehört. Ohne Witz. Das klingt so eklig. Ich denke, ich will das Spiel nicht mehr spielen. Das ist mir zu brutal. So, haben wir Sag mal, Route Katze, Katze, dein ja. Roboter ist weg. Bleib mal stehen. Drück mal bitte N. Mein Roboter ist Drück mal N. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Und dann rechte Maustaste auf den Gefährten und Gefährten rufen. Genau. Sonst, Warum ist der denn weg? Weiß ich nicht. Kein Bock mehr. Ist irgendwann verschwunden. Warte mal ganz kurz.
Kann das sein, dass wir die ganze Zeit ohne Buff unterwegs sind? Ja, stimmt. Ich habe euch nie gebufft, da sagst du was. Ich kann nicht buffen gerade. Doch, da. Bitteschön. Ich renne. Danke für den Buff. Nachher das war ich doch nicht. Ja, ja. Mm-hmm. Ich buff euch jetzt und da fange ich an zu brennen. Aber ich denke, das hat einen Zusammenhang. Ich denke nicht. Baloui denkt nicht. Wir haben es auf Video. Und im Stream. Weiter rüber hier. Kommt. Da war noch einer. Weißt du, was ich cool finde? 360 Noscope. Katze edit einfach alles. Ja, lass ihn mal da allein. Mal gucken, wie lange er lebt. Ja, wir kämpfen hier gegen den Wir nehmen den einen hier. Der ist schon gefährlich genug. Na gut, wir helfen Katze, weil wir nicht so asozial sind wie er und alle angreifen. Ich hab überhaupt kein Problem, die umzubringen, gell? Doch. Nur so. Nur weil du Robi den Roboter bei dir hast. Andere Gründe gibt's dafür nicht. Und jetzt down. Und zack, finishing move. Bats. Wisst ihr eigentlich schon, was ich ganz Cooles kann? Mann. Noch seht ihr mich? Und jetzt immer noch. Interessant. Scheiße. Nur weil du wieder in Fight gegangen bist. Was muss halt hier hin? Hier rechts von dir, Miri. Oh, gut zu wissen. Tschüss. Miri, tschüss. Aber hier ist einer. Hier sind ganz viele. Na gut. Wo sind viele? Du wolltest uns einfach nicht helfen, renn einfach weg. Ich bin Miri. Ich bin Miri. Ich treffe gute Entscheidungen. Nein, deine Entscheidungen sind eigentlich nicht so gut. Doch für mich. So, eine Menge gestorben. So, jetzt bin ich unsichtbar. Ihr seht mich nicht, hahaha. Ich kann dich irgendwie schon noch Nein. sehen. Nein. Ja, doch. Ich sehe dich. Also. Nein, ich bin unsichtbar. Daran da steht dran, dass ich unsichtbar bin. Nicht unsichtbar. Ja, das ist doch Wurst. Und wenn Wurst draufsteht, heißt das trotzdem nicht, dass Tofu Fleisch ist. Das ist, also. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist nicht. Einfach nicht in Ordnung. Hier, ich kriege nochmal die Eier. Siehst du, jetzt ist er benommen, weil er. Was passiert eigentlich, wenn ich euch da alleine lasse mit denen? Mal gucken, wie lange ihr braucht. Gar kein Problem. Komm, ich versuch das mal. Das Problem ist, ich kenne halt noch meinen Schaden nicht so richtig, weißt du? Und Miri macht nichts. Die warten immer nur, dass der scheiß Steinwurf wieder ready wird. Gar nicht. Instant-Zauber. Ja, kriegt er ganz gut hin eigentlich. Da komme ich mal mit. Hui! Oh, das war falsch. Die Entfernung ist mir noch so nah. Mit meinem Sith konnte ich viel ja, weiter wegstehen. Ja, irgendwann kriegt man den Skill, dass man aus größerer Entfernung kämpfen kann. Das ist echt groß. Oh, die Level sind ja putzig. Ja, jeder hat mal angefangen, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, man startet direkt mit Level 8, wenn man will. Eat my Granate. Ach, das ist mein Nahkampfangriff. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich das. Hier, Batz, in your face, pa, 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 und Batz, in your face, Batz. Ja, klappt gut, Baloui. Ja, ja, nee, ist nice. Gut. Und ich hab den Last Hit, meiner. Ich loot schon mal. Meinst du, da kommst du wieder mal, um Last Hit zu haben, Freundchen. Du hast hier jemanden übersehen, ne? Ja, gut, Katze ja, übersieht wieder alle. Mir scheißegal. Ich bin Katze, ich brauch das nicht. Irgendwie muss ich echt mal ein paar Keybindings vornehmen. Ja, ich auch. Das ist, ich muss zum Beispiel meinen Spot auf den Key legen. Damit ihr theoretisch den Fokus verliert. Ja. Ich denke auch. Ich bin toll, dass ich den Angriff die ganze Zeit spammen kann. Hui! Ewig Katze. Ach, guck mal, Mais in die Knochen. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Ja. Headshot. Hau. Habt ihr die Unfähigen etwa gefangen? Guck mal, da ist Eisenbart, Faust, Hand. Warum heißt der Eisenfaust? Ist der magnetisch? Sieh an. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr da auftauchen würdet. Das ist alles? Wir sind nicht gekommen. Ich bin mehr als genug. Noch Roboter. Ja, wir haben. Gebt einfach auf, Eisenfaust. Ich will. Oh, Mädchen. Oh. Ihr müsst schon etwas verrückt sein, einen solchen Kampf. Wir haben da noch drei Vollidioten, die wir noch befreien können. Wir diesen wertlosen
Den befreien wir nicht, den werfen wir ins Weltall. Was heißt hier wertlos? Allein mein Laserschwert kannst du problemlos für 50.000 Credits verkaufen. Also ich würde dem Typen jetzt einfach ins Gesicht boxen. Ja, fang mal an. Geramimo! Man kann in die Eier treten, in meine Lieblingsfähigkeit, jetzt schon. Mach Tritt! Och man, kann er mal aufhören? Kollege, ich bin ein Hybridkämpfer. Lass mich mal näher dran hier an dich. Ihr überlebt ja lange. Ja, der ist voll der Pro. Boah, damit finishen wir jetzt. Piu, piu, piu. Oh. Oh. Tötet mich. Hier sind seine Leute gerade gespawnt, glaube ich. Ach so, ach der hat noch, ach der, nicht, müssen wir noch der hat noch Personal mitgebracht. Süß. Noch irgendwer, der Ärger will hier? Ich glaube, ich habe blauen Loot gekriegt. Ich muss mir den mal eben angucken. Oh ja, nice. Haben wir den alle gekriegt? Jeder kriegt unterschiedlichen Loot. Und manchmal auch gar nichts. Okay. Da muss man gucken. Ja, pünktlich, wie, oh. wie die Deutsche Bahn. Habt ihr irgendwelche Reservefähren im Hangar? Reservefähren? Ja, haben wir. Aber... Das ist unsere einzige Chance. Ihr müsst auf Groß Moff Kilruns Schiff und den Fangstrahl ausschalten, damit wir entkommen können. Dich alleine lassen wir den Leuten, du wolltest vorhin schon alle umbringen. Ein verzweifelter Plan. Aber Kilrun rechnet sicher nicht damit. Ich kenne Kriegsschiffe wie Kilruns. Die Fangstrahlsteuerung sollte leicht zu finden sein, wenn man weiß, wonach man sucht. Botschafterin, ihr seid mit dem Aufbau vertraut. Vielleicht solltet ihr... ich denke auch. Vielleicht stirbt sie ja. 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 Es wäre gut, wenn ihr mitkommt. Ja, klar. Tolle Idee. Ich tue mein Bestes, um euch zu... Die stirbt doch, wenn die mitkommt. Oh. Die wird einmal angepustet. Ist das egal. Nehmt euch eine Uniform. Schließlich sollen euch die Imperialen nicht erkennen. Guter Vorschlag, Commander. Danke. Dann wollen wir mal. Oh fuck, wenn der mitkriegt, dass die Botschafterin auf dem anderen Schiff dann ist, dann schießt er doch einfach unser Schiff ab. Ja klar, scheiß drauf. Aber da haben wir ein imperiales Schiff. Ist besser für die Tarnung. Ja, ist wirklich gut. Han Solo hat auch eine gute Erfahrung mit der Bahn gemacht, wenn ich das so im Chat gerade richtig interpretieren darf. Er hat geschrieben, hör bloß mit der Bahn auf. Welche Bahn denn? Ja, ich hab gesagt... Dass unsere Botschafterin so pünktlich ist wie die Deutsche Bahn, was das Helfen angeht. Ja. Genießt das Leben in vollen Zügen, würde ich mal sagen. Die ist ein Lappen, würde ich mal sagen. Steuerbordhanger, oder? Ja, denke auch. Nein, anscheinend nicht. Hä? Stimmt. Hä? Wo müssen wir dann hin? Was haben wir gemacht? Meets the cats. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Kommandodeck. Ja, wir haben irgendwie eine Quest nicht richtig eingesetzt. Lass uns einfach mal den nehmen. Aufzugsüberbrückung. Warte mal. Hier ist ein Computerterminal, was man erst anmachen muss. Ah ja, was ihr anklicken müsst. Das ist rechts daneben. Das ist ja gut. Hey, wartet eine Minute. Ich muss ja, was kommt jetzt? Das finde ich gut. Okay. Ich habe eben mit Salen aus dem Technikbereich gesprochen. Er hat mir erzählt, wozu euch Azara da unten bringen wollte. Danke, dass ihr sie aufgehalten habt. Ja, gerne, habe ich sie aufgehalten. Du darfst gar nicht mitreden. Falsch. Aus welchem Grund? Oh, Katze. Ich habe das Leben meiner Crew eingesetzt und euer eigenes riskiert. Das werde ich nicht vergessen. Ach, gerne. Das bedeutet mir natürlich sehr viel. Ich glaube wirklich, dass dieser Plan funktioniert. Ich auch. Ja, hat sie auch gedacht. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass wir alle sicher nach Hause kommen. Wir dürfen den Imperialen keinen Grund geben, uns zu verfolgen. Das ist natürlich viel besser als das, was sie machen wollte. Ich möchte, dass ihr Azara auf dem Schiff des Großmeisters. Okay. Opfern wir halt wen anders. Können wir entkommen. Das ist die Rache dafür. Kilrun wird uns wieder aufspüren. Es sei denn, er hat seine Beute schon gefunden. Alter! Solange Azara auf diesem Schiff ist... Da denke ich nicht gerade ernsthaft drüber nach, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es satt, unser aller Leben für diese Frau zu riskieren. Ich glaube, er ist nur mad. You mad, bro? Katze? Wenn wir Azara zurücklassen, was denn? Sind alle anderen auf dem Schiff in Sicherheit. Ja, super, Miri. Völlig entgeistert. Und ich sehe zu, dass ihr für eure Hilfe in dieser Sache belohnt werdet. Wie dem auch sei. Ihr brecht besser auf. Ich habe euch schon zu lange aufgehalten. Viel Glück.
Du hast nicht wirklich... Nein, die können wir nicht zurücklassen. Gut, dass wir immer eine... Wir haben immer ein bisschen mehr Chance, dass wir damit durchkommen als Miri. Das ist so doof. Das ist eine Zweidrittel Chance. Das ist so doof. Also du hast auch das erste genommen, oder? Ich hab... Weiß ich nicht mehr. Hast du ihn seinem Pfad ermahnt oder hast du ihm gesagt, dass du das nicht magst? Ich mag das nicht. Das habe ich auch gesagt, ich mag das nicht. Ja, ich denke, den glaube ich nicht. Klar, und dieses Raumschiff wird natürlich jetzt nicht abgeschossen, während wir rüberfliegen. Nein, nein. Nee, natürlich. Ist ja logisch. Gehen wir schnell. Wir müssen uns beeilen. Oh, das sind Healpads, meins. Oh. Ja, toll. Oh, jetzt fühle ich mich so geheilt. Miri, diese Langweiler lassen alle leben. Wir sind Jedis. Ja, das sei das Gute mit euch. Oder so heißt der Codex. Möge die Macht mit euch sein, du Baumgemüse. Das Gute. Möge das Gute in euren Herzen Frucht tragen. Das ist doch der Codex der Jedis, oder nicht? Nee, keine Gefühle, nur die Macht. Katze, hast du schon wieder Robi den Roboter verloren? Das kann sein, ja. Weil da hast du nämlich jetzt gar keinen, der dich heilt, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, ich brauch keinen Healer. Ich bin selber awesome genug, weißt du? Denke nicht, aber ja. So, dann hole ich mal kurz Robi den Roboter zurück. Ganz toll. Ich habe aus Versehen die Tür aufgemacht. Jetzt konnte ich den nicht rufen, weil die Tür aufgemacht ist. Ja, Miri behindert immer alle an dem, was sie machen wollen. So jetzt. Ich mache jetzt eine andere Tür auf, schnell. Robi, der Roboter. Vielleicht, weil wir die andere im Team haben. Die andere Tour. Nee. Fliegende Katze, fliegende Katze. Die ist doch da. Da ist Robi, der Roboter. Blalalalala. Könnt ihr mal aufhören? Doch, wisst ihr, ich bin einer, der auf. Ich mache Dodge-Schaden. Das heißt, ihr müsst die Mobs mal einen Moment Deutsch stehen lassen. Ich denke nicht. Na, keine Fremdsprache. Keine Fremdsprache. Hallo, wir haben darüber gesprochen. Ich denke, dieses Thema haben wir schon mehr als genügend durchgekaut, dass ihr beide hier nicht Fremdsprache redet. Du meinst das, was du meinst? Wir reden doch keine Fremdsprache. Mensch, das Kind doch. Hier, geh mal lieber auf den Mob da vorne. Mach ich, kein Ding. Und morgen mach ich mal Kerbo. Ja, mach doch. Ich wette, du musst das nicht mal da, wo du wohnst. Nein, schwach. Da kriegt der Nachbar Obolus dafür, dass der das Treppenhaus sauber hält. Ja, siehst du? Das verstehst. Das ist bei uns so üblich, aber macht ihr mal, was ihr wollt. Komische Schwaben. In ihrer Kehrwoche. Ach, guck mal, das ist aber ein ziemlich hässliches Bild. Bestimmt ein altes Instagram-Foto von der Botschafterin. Ja, das ist das neue 3D-Instagram. Kennst du das noch nicht? Ja. Batsch. Also Miri, im Endeffekt machen wir es so, ich hau drauf, mach einmal meinen AOE, du haust deinen AOE hinterher und dann sind's alle. Ja, toll, und ich? Du kannst daneben du stehen unwichtig. Und zugucken. Ich geh jetzt auf Technikdeck ohne euch. Bin schon da. Na, ich war Erster. Du hast da übrigens was übersehen. Hier ist was zum Anklicken. Batsch! Hallo, bin Baloui. Guck mal, da links ist ein Kampfdruide, ein goldener. Der ist für dich. Nur für dich. Dieser Druide war mal meins. Jetzt ist es das. Aber nicht mehr. Piu, piu, piu. Ich denke, ich kann Piu machen. Katze, mach Dingenbummeln. Und ihm ins Gesicht treten, ey. Ich programmiere mal gerade einen Moment. Ah, ne, ist nur ein Wissensobjekt. Schade. Okay. Toll. Guten Tag, mein Name ist Katze und ich würde Sie gerne umbringen. Bitte bleiben Sie ruhig, währenddessen Sie exekutiert werden. Du musst ja auch nicht, weißt du, ich weiß nicht, was du dagegen hast, wenn Miri Personen umbringt, aber du bist nicht besser, ne? Doch, ich töte alle Imperialen. Hallo hier oben, Jungs und Mädels, wo rennt ihr schon wieder rum? Wir haben eine Zusatzquest. Ihr macht wieder nur Quatsch. Ich denke nicht. Wir machen die Quest. Quatsch und Quest. Nur weil es mit einem gleichen Buchstaben anfängt, ne? Könnt ihr nicht sagen, ihr macht das Richtige. Also im Endeffekt ist es ja so, dass Quatsch und Quest... Ja, sehr ähnlich Ding. Das habt ihr gut erkannt. Ja, ja, haben wir gut erkannt. Okay, Machtsprung. Ich will auch sowas Cooles machen können. Weißt du, was du Cooles kannst? Nein. Du wirst halbtransparent, fast unsichtbar. Nur, dass man dich noch sieht. Ich bin unsichtbar. Das ist nicht awesome? Ihr seid scheiße.
Können wir noch alle dran rumprogrammieren. Ja. Oh, jetzt, ja, ja. Jetzt. Oh. Ich habe ja schon ein paar unglaubliche Dinge gesehen. Aber ihr seid wahrhaft Platz. Dankeschön. Ist das jetzt gut oder schlecht? Verzeiht, dass ich wollen Sie uns anwerben? Begrüßen konnte. Hättet ihr mir doch gesagt, dass ihr vorbeikommen wollt. Bla bla bla. Zu reden, Killrun. Das war bla bla bla. Auch meine Herzlichkeit hat ihre Grenzen. Du hast Herz. Meine Männer werden bald hier sein, um euch zu der von mir arrangierten Unterkunft zu begleiten. Eure Männer können uns nicht aufhalten, Killrun. Ihr überschätzt eure Chancen enorm. Findest du? Eisenfaust war weder die einzige Waffe in meinem Arsenal, noch die. Das finde ich auch ziemlich gut. Du hast auch noch Peanuts. Gut, dass er Person als Arsenal bezeichnet. Ja, das ist das Imperium. Kannst froh sein, dass die Kondome nicht als irgendwas anderes bezeichnen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich es gesagt. Oh, Mann, sind die knuffig. Knuddeln. Ich bin Balui. Hallo, du koscher Typ. Stirb. Hallo. Ich habe gehört, ihr möchtet auch sterben. Alle wollen. Oh, hier hinten ist so ein Ding, so Batsch. Oh, da oben steht ja noch einer. Was macht denn der? Wer hat denn den Günther vergessen? Oh, da vorne ist Loot. Mein Loot. Was ist das überhaupt für ein scheiß verwinkeltes Raumschiff? Hier. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Miri ist blöd, wow. Weil sie nicht Pü-Pü-Pü sagt. Miri, du hast schon lange nicht mehr Pü-Pü-Pü gesagt. Hau-Hau. Ja. Hau-Hau. Miri hat das verlernt. Die kann echt nur noch Hau-Hau sagen, Leute. Das geht halt nicht mehr anders. Hier, ja, ich wollte gerade einen Machtritt machen. Kabum. Ich höre schon wieder einen Elefanten tröten. Kara! Nee, das ist Jar Jar Binks mit Leungen.